befinden uns in der Normandie, in Frankreich, am Omaha Beach. Hinter mir steht ein alter Sherman-Panzer und wir werden uns heute mit dem Thema beschäftigen: Krieg. Krieg, und zwar Krieg in Frankreich und Krieg in der Normandie. Der Zweite Weltkrieg hatte hier einen entscheidenden Schauplatz und das Wetter am Tag vor dem 6. Juni 1944 war etwa genauso beschissen wie heute. Denn am 5. Juni 1944 entschied man, den Angriff auf den 6. Juni 1944 zu legen. Das Wetter spielte nicht mit und der Ärmelkanal war fest im Griff eines Sturms, welcher es verhinderte, dass die alliierten Kräfte hier zuschlagen konnten. Der Sherman sowie das Museum im Hintergrund und viele, viele einzelne historische Punkte hier an der Küste erinnern an die schlimme und wirklich furchtbare Zeit damals. Viele Menschen sind hier gestorben und fast 2 Millionen Soldaten kämpften gegeneinander. Es waren große Verluste auf den alliierten Seiten und in den heutigen Tagen, der Krieg in der Ukraine zeigt, wie nah und real die Gefahr eines globalen Krieges doch immer wieder sind. Und das hier sind die Denkmäler und die Mahnmale aus der Vergangenheit. Das und mehr in diesem Beitrag. Wenn es euch gefällt, macht einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und wir werden uns jetzt auf eine kleine historische Reise begeben. Was wirklich hier in Frankreich einmalig und aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist, dass man viele der Dinge wie diese US-amerikanische Kanone mit einer Länge von 10,50 Metern und einem Gewicht von 14 Tonnen, muss man sich mal vorstellen, das Ding wiegt 14 Tonnen, so gut noch sehen kann. Ja, weil das sind alles Relikte aus der Vergangenheit, die man heute überhaupt nicht mehr irgendwo aus einem Museum sich anschauen kann und auch vielleicht ein Gefühl dafür bekommt. Ich würde persönlich nicht von so einer Kanone aus dem Leben gerissen werden wollen, weil diese Dinge sind Mahnmale und dann doch schon ganz schön erschreckend. Und man guckt sich einfach nur mal diese fetten Räder an. Schaut euch das mal an hier. Das ist Wahnsinn, was man hier für einen Aufriss getrieben hat. Damals schon. Steht es auch nochmal dran, 14,5 Tonnen. Wahnsinn, 155 Millimeter. Und all diese Dinge sind hier natürlich restauriert und erhalten, damit man sich das eben anschauen kann und auch ein Gefühl dafür bekommt. Weil alte Bilder sind immer natürlich die besten Zeitzeugen, genauso wie die Menschen, die das damals erlebt haben. Aber wenn man dann wirklich wahrhaftig vor diesen Dingen steht und sieht, hier hat man früher gekurbelt und die Kanone ausgerichtet, um dann den Feind zu treffen, ist das schon etwas ganz, ganz anderes. Und in der heutigen Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, wir haben gestern die Bilder gesehen aus Butscha in der Ukraine, dann bekommen wir ein Gefühl dafür, wie furchtbar Krieg ist, wie hässlich Krieg ist und wie brutal Krieg ist. Und unsere Generation hat das vergessen. Sie wissen es nicht, sie haben es nie erlebt. Aber meine Oma zum Beispiel und auch viele, die vielleicht jetzt zuschauen oder Großmütter haben, Großväter, die sie aus dieser Zeitepoche noch stammen, wo das passiert ist, die blicken auf die Nachrichten noch mit einem ganz anderen Blick, die im Moment um die Welt gehen. Die wissen am wahrhaftigen Leibe, wie furchtbar es damals war. Und das dürfen wir nie vergessen. Und deswegen sind diese Mahnmale aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz wichtig. Und in Deutschland hat man leider sehr viel davon abgebaut. Finde ich sehr schade. In Frankreich, in Dänemark und an diesem ganzen Atlantikwall, der sich wirklich über die ganze Atlantikküste zieht, was die Deutschen ja damals errichtet haben, kann man wirklich viele Relikte entdecken. Stürmisches Wetter am 5. Juni 1944 hat verhindert, dass hier am Omaha Beach die Landung überhaupt umgesetzt werden könnte. Aber der Wetterbericht gab für den 6. Juni 1944 eine Besserung. Und das war die Lücke, die die Amerikaner genutzt haben. Aber warum hat man den Omaha Beach genommen und warum war das Wetter hier so ausschlaggebend wichtig? Einer der Punkte ist zum Beispiel hier drüben zu sehen. Wir sehen heute viel Wasser. Das ist aber nicht immer so, denn wir haben hier Flut und Ebbe und zu unterschiedlichen Zeiten bietet es sich an, hier eine Landung zu starten oder nicht. Die ganzen Barrikaden, die hier positioniert waren, den ganzen Strand herunter, verhinderten, dass die Landungsboote nah genug ans Ufer. Dazu sieht man hier drüben die Steilklippen auf der anderen Seite. Und die Steilklippen machen natürlich ein Erklimmen fast unmöglich. Bis auf eine Stelle, die wir euch später noch zeigen werden. Dazu war der Abstand zwischen England und Frankreich hier mit am kürzesten und deshalb hat man diese Strände ausgewählt. Dazu waren sie nicht so befestigt wie die Häfen zum Beispiel von Cherbourg, welche am Ende wirklich ausschlaggebend wichtig waren. Die Landungsboote kamen also hier heran an die Küste und dort oben ist zum Beispiel, wo die zwei Menschen gerade stehen, WN 73. WN steht für Widerstandsnest. Und von diesen Widerstandsnestern gab es hier auf der Ecke nicht so viele Befestigungsanlagen wie andernorts am Atlantikwall. Der Atlantikwall war ja nicht eine ganze Mauer, die sich über den ganzen Atlantik zog oder über die Atlantikküste, sondern immer einzelne Außenposten, von denen aus mit Maschinengewehren, Flakgeschützen, Artillerie und anderen Kanonen die Deutschen ihre Küste verteidigt haben. Man muss sich der bloßen Vorstellung hingeben, dass man hier als Soldat anlandet und von dort oben mit MG-Feuer beschossen wird. Das sind alles Dinge, die können wir uns, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen. Diese Widerstandsnester gibt es überall hier an der Küste. Und ihr seht im Hintergrund schon, dass ihr eine unglaubliche Weitsicht von hier aus habt. Ihr seht natürlich nach links nicht ganz so viel, aber dieses Widerstandsnest hatte diesen Fokus. Und von hier aus konnte man aus dem Raum hier unter uns mit einem MG-Feuer den ganzen Strand unter Beschuss halten. Ich stelle es mir ziemlich brutal vor, dass man hier mit vielleicht einer kleinen Truppe in so einem Widerstandsnest sitzt und von hier aus so einen Küstenbereich hier sichert. Der nächste Bunker ist dort unten. Da sieht man die zwei gelben Bojen liegen, die Special Marker. Und da ist jetzt ein Garagentor drin, das ist aber ein alter Bunker. Da war dann die nächste MG-Stellung. Also es war alles immer so ein bisschen in Sichtweite und somit auch ganz gut überschaubar. Und heute blicken wir hier auf viele, viele dieser Relikte. Südengland, 0 Uhr. Auf mehreren Fliegerhorsten in Südengland drücken die US-Landelufttruppen ihre Zigaretten aus und besteigen ihre Transportflugzeuge oder Lastensegler. Das ganze Flugfeld zitterte vom Dröhnen der Motoren, erinnert sich David K. Webster vom 506. Airborne Regiment. Dann heben rund 1200 Transportmaschinen ab und fliegen in Richtung Süden. Nördlich der Kleinstadt Caen, am östlichen Rand des Invasionsgebietes, springen britische Fallschirmjäger ab. Sie sind die ersten alliierten Soldaten, die am 6. Juni 1944 auf französischem Boden landen. Ihre Aufgabe? Die strategisch wichtige Orne-Brücke erobern und halten. Direkt neben der Brücke über den Caen-Kanal landen 3 Horsa-Lastensegler der 6. Britischen Luftlandedivision. Binnen 10 Minuten besetzen die gut 80 Mann unter Major John Howard die Brücke unversehrt. Dabei fallen die ersten Schüsse der Invasion. Ein Dutzend deutsche Soldaten und 2 Briten werden getötet. Die ersten US-Fallschirmspringer von der 101. Airborne Division landen in der Normandie. Am westlichen Rand des Invasionsgebietes. Ihre Aufgabe ist es, die 4 einzigen Zugänge zum Landestrand Utah Beach zu sichern. die durch überflutetes Gebiet führen. Doch die Landung misslingt. Die Truppen werden über Dutzende Quadratkilometer verstreut und verlieren den Anschluss zur Truppe. Die zweite Welle der britischen Fallschirmjäger springt ab. Das wichtigste Ziel ist eine deutsche Batterie bei Merville in Strandnähe. Die Landung misslingt. Jeder dritte Soldat stürzt in die Sümpfe des kleinen Flusses Dive. Viele andere werden abgetrieben und landen teilweise bis zu 10 Kilometer im Landesinneren. Im Hauptquartier des 84. Armeekorps in Saint-Lô schrillt das Feldtelefon. Der kommandierende General Erich Marx erfährt erstmals von größeren alliierten Luftlandeoperationen. Er weiß sofort, dass die Invasion begonnen hat. Der Oberbefehlshaber der Invasion, General Eisenhower, kehrte von den Fliegerhorsten der Fallschirmjäger zurück in sein Hauptquartier, dem Southwick House nördlich von Portsmouth. Er zieht sich in seinen gepanzerten Wohnwagen zurück und wartet auf erste Nachrichten aus der Normandie. Mühsam sammeln sich die verstreuten Soldaten der 101. US-Division. Bisher hat es noch kaum Feindberührung gegeben. Im Berghof der Alpenresidenz Adolf Hitlers, oberhalb von Berchtesgaden, gehen der Führer und Reichskanzler, seine Lebensgefährtin Eva Braun und Propagandaminister Josef Goebbels zu Bett. Sie ahnten nichts und haben bis dahin am Kamin sitzend Erinnerungen ausgetauscht. Generalmajor Max Pemsel, Chef des Stabes der 7. Armee in der Normandie, weckt seinen Vorgesetzten Friedrich Dollmann. Herr Generaloberst, ich glaube, wir haben die Invasion. Würden Sie bitte herüberkommen? Pemsel telefoniert mit Generalleutnant Hans Speidel, dem Chef des Stabes von Generalfeldmarschall Erwin Rommel, dem Befehlshaber des Atlantikwalls. Speidel ist skeptisch, ob die Absprünge von Fallschirmjägern tatsächlich den Beginn der Invasion darstellen, informiert aber dennoch den Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt. Terence Otway hat etwa 120 seiner 650 Männer um sich versammelt. Er entscheidet, noch eine Viertelstunde zu warten. In dieser Zeit kommen noch 35 Nachzügler. Seine Truppe ist nun ein Viertel so stark wie vorgesehen. Paris 2:40 Uhr. General Günther Blumentritt, der Stabschef von Rundstedts, teilt Generalmajor Max Pemsel mit. Nach Ansicht OB West handelt es sich nicht um die Großaktion. Dennoch soll die 7. Armee alle ihre Einheiten in höchste Kampfbereitschaft versetzen. In Southwick House verfasst in der Zeit Eisenhower einen kurzen handschriftlichen Brief, in dem er für den Fall des Scheiterns der Invasion die volle Verantwortung übernimmt. Paris, 2:55 Uhr. Gerd von Rundstedt weist seinen Nachrichtenoffizier an, in Hitlers Alpenresidenz Berghof auf dem Obersalzberg anzurufen. Und die Nachricht von den Ereignissen in der Normandie durchzugeben. Die Männer der 21. Deutschen Panzerdivision südöstlich von Caen lassen die Motoren ihrer Fahrzeuge warm laufen. Sie verfügen über rund 120 Panzer IV und etwa 100 Sturmgeschütze, aber nicht über die schweren Tiger. Ihr Kommandeur, Generalmajor Edgar Feuchtinger, ist mit seiner Geliebten auf dem Rückweg aus Paris. An Bord des Truppentransporters USS Samuel Chase prüft der Kriegsfotograf Robert Capa zum letzten Mal seine Kameras und die Diafilme, mit denen er die Invasion festhalten will. Dann besteigt er zusammen mit Männern der 1. US-Infanteriedivision ein Landungsboot. Rund 155 britische Fallschirmjäger beginnen den Sturm auf die Batterie Merville. Ein blutiger Nahkampf beginnt in den Gräben um die Batterie. Utah, Omaha Beach, 5 Uhr. Alle Landungsboote der 1. US-Welle sind bemannt und tuckern durch unruhige See auf die beiden Landezonen Utah Beach und Omaha Beach zu. Die Wellen sind teilweise bis zu 2 Meter hoch. Viele Männer leiden unter extremer Seekrankheit. Ärmelkanal, 5:35 Uhr. 3 deutsche Torpedoboote attackieren die beiden Schlachtschiffe HMS Warspite und HMS Remmels. Die ausweichen und das Feuer auf die Küstenstellung abbrechen müssen. fast 3 Seemeilen vor der Küste von Omaha Beach, was etwa 6 Kilometern entspricht, setzten die Panzerlandungsschiffe 29 der 32 Schwimmpanzer ab, die den Angriff der Infanterie unterstützen sollen. Doch das Meer ist viel zu rau für die plumpen Gefährte mit ihrem Segeltuch-Schwimmkörper. 27 der M4 Sherman-Panzer gehen mitsamt ihrer Besatzung unter. Nur 2 schaffen es an den Strand. In Berchtesgaden ist Generaloberst Alfred Jodl aufgewacht und erfährt, dass Generalfeldmarschall von Rundstedt ohne Genehmigung durch das Oberkommando der Wehrmacht die beiden Reserve-Panzerdivisionen in Marschrichtung Normandie gesetzt hat. Der widerrufte Befehl umgehend. Die beiden Divisionen Stopp. Für die Deutschen ein verheerender Befehl. In Saint-Mère-Église beginnt der erste deutsche Gegenangriff des Tages. Über mehrere Stunden wird in dem Dorf hart und heftig gekämpft. Omaha Beach, 7:40 Uhr. Auch am Omaha Beach wird weiter mörderisch gerungen. Die US-Truppen sind am Strand stecken geblieben und liegen unter Dauerfeuer mehrerer Widerstandsnester. Hunderte Männer sterben. Die Kriegsschiffe können nicht eingreifen, weil ihre Geschütze nicht exakt genug schießen können, um nur die deutschen Stellungen zu treffen, statt der eigenen Truppen. Rangers erklettern die Klippen am Point du Hoc. Ein mörderisches Bild direkt am Strand. Rund 200 Männer der King's Shropshire Light Infantry stoßen bei einem Vorort der Kleinstadt Caen auf deutsche Panzer und werden weitgehend aufgetrieben. Die alliierten Invasion ist gelungen, aber jetzt beginnt die wahre Schlacht um die Normandie. In der Normandie stehen überall Relikte aus der Vergangenheit. Bauwerke und Fahrzeuge, welche uns erinnern lassen, was in dieser Region passierte. Die ganze Region der Normandie ist durchaus geprägt vom Krieg. Überall sieht man alte US-Trucks, Panzer, Denk- und Ehrenmäler. Aber die Bauten sollten uns heute nicht vergessen lassen, mit wie viel Heldentum viele Menschen der Alliierten bei der Landung in der Normandie hier verstarben, für ein freies Europa und für den Frieden auf der Welt. Und in den heutigen Tagen ist der Frieden der Welt wieder am Wanken. Die Waffen und Bunker und Panzer sind heute lange verstummt. Sie schweigen, aber sie stehen dort. Sie werden bestaunt von Millionen Touristen jedes Jahr, bei jedem Wetter, wie auch wir hier erleben durften.